So, da sind wir wieder bei Overclock Talk GTA 5. I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. You're throwing me softballs. Rum runner. But speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know, but could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Ja, wunderbar. Klar, gehe ich dahin. Yeah, of course, I'll be right over. Cool. Ja, und damit herzlich willkommen und wir fahren da gleich mal nochmal hin, aber irgendwie habe ich ja gerade irgendwie verpatzt von den Bullen zu fliehen mit so einem scheiß lahmen Roller. Das war super. Ich glaube, ich hole mir mal einen Kanister. Ich habe leicht viel Geld. Huch. Manchmal ist das komisch zu sehen, wo man gerade ist. Oh, ein Sturm-Imperium. Hol ich mir gleich mal ein bisschen Munition. Ne, ja. Wollen wir mal größeres Magazin. Oh, ja. Schalldämpfer, auch kostenlos. Oh, der Farbton. Ja, der Farbton. Da passt so. Der Raketenwerfer. Oh, hat ein bisschen was gekostet. Hol mir mal ein paar Raketen. Ja, die Farben sind auch langweilig. Mann. Oh, Granatwerfer. Hole ich mir auch mal. Habe ich voll. Okay, cool. Griff. Griff. Taktisches Licht. Zielfernrohr. Und ein Griff. Und das ist wieder lang. Oh, nett. Ja, was soll ich sagen? So 2000, 3000 Schuss müssten reichen. Bei dem Ding. Ja, ich shop mal ein bisschen, ne? Boah, schön. Cool. Eigentlich ist das Magazin schon ziemlich... Na, ich nehme das. Ist jetzt egal. Ja, das passt. Oh ja, da habe ich ja alles für... Guck mal hier. Schalldämpfer. Oh, nice. Verbessertes Zielfernrohr. Wieso nicht? Wieso nicht? Habe ich hier schon einen Schalldämpfer? Gibt's gar keinen, wa? Nee, da gibt's gar keinen. Guck mal. Alter, habe ich jetzt alles gekauft? Nee. Die abgesägte habe ich noch nicht. Da hole ich mir auch nochmal eben Moon. So, das müsste reichen. Gut. Oha. You look like you're fuming. Die ist Best geil. Time to make weaponry decisions. Oh, nett. Und, oh, nett. Und, oh, nein. Schalldämpfer. Ja. Taktisches Licht, ehrlich. Mikro-MP. Habe ich noch nicht gehabt? Okay. Ich bin ja arm dran. Also ich hole mir mal voll. Mal gucken, wie weit voll ist. Na komm, na komm, na komm. 5000 Schuss oder was? Ich weiß es ja nicht, ne? Ich glaube, das sind 5000 Schuss. Nein. Okay, ich höre auf. Ich hole mir nur noch ein größeres Magazin und dies und jenes und was man sich noch so für Geld kaufen kann, ne? Ach komm. Mach voll hier. Geht ein bisschen schneller mit dem. You gonna be very long? I need to drop a deuce. Ja, tut mir leid, dass ich hier Geld ausgebe, ne? Arschloch. So, jetzt ist voll. Größeres Magazin. Ich brauch kein Licht. So. Ah, ja, das Größeres Magazin, Griff, Zielfernrohr. Schön. Größeres Magazin, Griff, Zielfernrohr. Hätte ich, das muss ich jetzt mal nachholen, ganz kurz. Schalldämpfer, das sieht mächtig aus. Hier gibt es keinen Schalldämpfer. Wäre auch zu merkwürdig. Ach so. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ja, das alles gut. Alles gut. Größeres Magazin, das sieht zwar bescheuert aus. Alter. Ich nehme die Farbe. Die sieht ganz cool aus bei dem Ding. Ach, ja. Schön. Was habe ich denn jetzt hier alles? Aha, aha, aha. Oha. Okay, okay. Ja, nice. Ich bin jetzt bereit für alles, was mir der Solomon aufgibt. Gibt es hier kein besseres Auto? Nee, ist eine scheiß Gegend. Das ist schon ein gutes Ding hier. Das war ein bisschen, hat aber eine gute Geschwindigkeit für die Größe.
Oh ja, dann fahre ich da mal lang, ne? Macht da auch nichts. So eine olle Nebenstraße hier. Oh, Mann. Ich glaube, ich rüste die mal... Boah, Alter, ich habe so viele Handfeuerwaffen. Ich rüste die mal aus. Und, oha! Hallo. Ich brauche mal deine... Auto. Danke. Der ist hingeflogen. Ja. So ist das Leben. Du fliegst hin, wenn du aus dem Auto steigst. Natürlich. Ach, ich muss wieder da rein. Okay. Dann parke ich mal kurz mal wieder auf dem Grundstück, ne? Lassen wir das heute alles mal ruhiger angehen. Danke. Und dann passt das schon. Oh, so. Hallo. Ich steck mal meine Waffe... Oh, nein, warte. Ich steck mal meine Waffe weg. Schön. Was soll man machen, ne? Ich hab halt eine riesen Gun in der Hand. Come in! Thank you. Turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Okay. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Schön. Geil, das gönne ich ihm. Das gönne ich ihm echt. Komm, jetzt. Oh, ich hab schon... bestanden. Wieso habe ich nur Bronze? Das darf doch nicht wahr sein. Menno. Ja, ich würde sagen, ich bin schnieke Karre, oder? Ich fahre mal zu Lester. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Und da werde ich den Job machen, den er für mich hat. Ach ja, warte mal. Ich habe da was Schickeres gesehen. Ja, gib her. Dankeschön. Was? Wieso fallen hier denn alle hin, ey? Alles klar? Oh, geil. Geil. Warte mal, wo ist meine Garage? Garage. Da oben ist... Ach, scheiße. Das ist ein Umweg. Naja. Egal. Egal. So. Wird es erstmal ordentlich Hackengas gegeben hier. Huch. Ab zu Lester, würde ich sagen. Alter. Oh, schön. Yeah. Durch den Tunnel. So. Das ist eine geile Karre, die ist sehr schnell. Oh Mann, jetzt habe ich einen Kratzer drin wegen dem scheiß Auto da. Mann! Blödes Teil, ey. Alter, was ist denn hier los, ey? Ah! Ey, kaum fängt hier einer eine Schießerei an, fahren die irgendwie bekloppt, oder was? Genauso wie dieser Typ da vorne. Guck mal, da steht mein Auto, ne? Warum? Ist das wieder Polizei oder was? Ja, es ist wieder das Revier. Okay. Da könnte ich meine Karre rausholen. Mache ich das? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Da unten ist Lester. Da wartet er. Wow. Junge. Doch nicht zu spät. Guck mal, hier bei der guten alten Textilfabrik. Schön. Ach, komm.
gibt nur ein paar Schrammen, wenn ich da aufs Dach steige. Steigt ihr aufs Dach, Mann? Oh, da ist er ja schon. What's going on? Oh, just enjoying a little labor dispute. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet. So you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. Jesus. What about you? Oh, fucking Trevor. We're having some problems. Brad. Yeah, what else? Anyway, the union depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen, the shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisureware off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this, you haven't. Has he briefed you? Oh, well, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry, because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. Think I'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief! So? So, there's some, evidence, and I need you guys to find out what they know. All right, so what? You want Lester here to hack into the system, wipe it all clean? Oh, no, that will not work. The only way to access it is through your buildings. Oh, fuck me. Michael, you'd be doing me a very big favor. And if you do this, I will make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey! It's the last thing we do, and we're done. Period. Of course. I'm a man of my word. Dave, let's go. Ich glaube nicht, dass er zu seinem Wort stehen wird. Ich habe so das Gefühl, dass er ein verdammter Lügner ist. Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. So ein Arschloch. Ich bin aber richtig gekleidet für den Job. Ich bin für alles richtig gekleidet. Yeah. Dann lass uns mal los. To the FIB building, parking lot entrance. Alter. Was war das denn, ey? Ich bin halt durchgeflutscht. So, you got any idea how we'll do this? Scope it out? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. And how's that gonna get us in? Well, the janitors are all on temp contracts. They get replaced when their backs go or they ask for a day off. So, we find one of these guys, we turn him, and that's our in. Okay. Their particular guy? I'm in the temp company's database right now. I found a guy about to clock off. I've got the file here. Let me see. Harvey Molina, license plate 83QSL722. And we'll follow him and see what we think. Sounds good. Here we are. Let's wait for him. Okay. Warte auf das Auto des Hausmeisters. Janitor? Da, ne? Here we go. Not our guy. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Denke ich auch. Ja, schöne Observation hier. Ne? Ne? That's it? That's not it. Nah. So what do we do? Well, what can we do? We do the job. And maybe you can delete the files when you're inside doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Auf jeden Fall. Oh, man. Something's coming. Ja, ich sehe es selber. Das ist aber bestimmt. This is not the car we're looking for. Verdammt, ich habe mir das nämlich nicht gemerkt, dass du mein Schild. Motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Polito score. We need something. Yeah, see what you can do. Gar keine schlechte Idee.
Oha, wen haben wir denn da? Ooh, what's this? What's this? Nope. Boah. Come on. Komm schon. Wo bleibt das nächste Auto? Ich warte. Ich warte. Oh, da. Yeah. Ist er das? Das ist er. That's the one. Der Motherfucker ist voll schnell rausgefallen. Don't let him see you. Ja, ich bin bereit. Jederzeit. So what's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Okay. Ist das nicht auffällig, wenn ich hier hinten parke? Also stehen bleibe? Nein! Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work-related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You want to break into the FIB's West Coast headquarters, you're gonna need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles while you, keep this car behind that one and between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. Ja, kommt schon irgendwie hin, ne? So, diese Einstellung. Habe ich eigentlich kein Licht mehr vorne? Nö. Mist. Alter, mach hinne! Nom 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 nom. Nom 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 nom. Es ist rot und ich fahre weiter, ja. Ach ja, ich war ja schon auf der Kreuzung, da kann ich ja weiterfahren, ne? Huch. Alter. Ich bin nicht auffällig mit meinem Auto. Mit meinem Infernus. Alter, der sieht scheiße aus. Jetzt sieht er scheiße aus. Sonst sieht er geil aus. Come on, gib Gas. Come on, gib Gas. Ich kann ihm immer noch folgen, wenn ich kaputte Hinterreifen habe, oder? Ah, schön. Alter. Wie, ich verkack das. Oh Gott. So. Ja, alles gut. Wow. Oh, Mega-Schlagloch. Nee, das muss ich auch warten. Unfassbar, ey. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da geht die Verfolgungsjagd weiter, die spannende. Bis dahin, bye und danke fürs Zuschauen.